Servus Leute und somit herzlich willkommen zum 13. Part von Minecraft Questing Mayhem. Und genau, in der letzten Folge, da hatten wir ja die ganzen, ein bisschen hier das, ein paar Quests jetzt noch hier gemacht mit den Kartoffeln. Wir haben ein bisschen einen Wüstentempel halt ausgeraubt. Ich habe jetzt gerade auch mal einen Chance Cube kurz geclaimed. Und ich glaube, wir öffnen es gleich direkt am Anfang der Folge. Und ich bin also ganz ehrlich, wir haben hier ein paar Quests, die, also 16 Melonen brauchen wir. Das könnten wir zwar schaffen jetzt in der Folge, aber ich habe mir jetzt mal die anderen Dinger angeschaut. 16 Melonen Blöcke braucht man. Wir brauchen auch noch Pumpkins 16. Wir brauchen Sugarcanes auch 16, wir brauchen Zucker, 64, einen ganzen Stack, also, und Kuchen bräuchten wir auch, da bräuchten wir nur uns und da. Aber trotzdem, also, ich glaube, wir fangen heute schon mit Technik an und im Laufe des Projektes machen wir halt den Rest, weil ganz ehrlich, das ist, glaube ich, auch für euch richtig nervig. Jetzt öffnen wir mal einfach mal und ja, not so lot. Also, wir haben Spawn Egg. Ich meine, Spawn Eggs bekommt man ja so im Survival Mode normalerweise gar nicht. Also, das ist eigentlich keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ein Spawn, also ein Ocelot Spawn Egg jetzt gut wäre, aber keine Ahnung. Okay, gut, dann. Ja, ich werde noch ein paar Dinge aussortieren jetzt aus meinem Inventar. Okay. Ein Ocelot Spawn Egg, den tue ich jetzt einfach mal hier, genau. Und ja, wir hätten jetzt noch hier ein Enchantment Table, aber. Okay, also. Wir haben auch die Zombies fertig. 20 Zombies müssten wir töten. Hä? Vor allem Better Quest. Hä? Wieso Better Questing jetzt? Was? Wofür ist das denn gut? Hä? Die haben doch gar keinen Hardcore-Mode. Ist mir aber komisch, aber egal. Also. Jetzt einfach mal hier rein. Gut, wir müssen noch ein paar Monster töten, aber das schaffen wir auch im Laufe des Projektes. Ich werde auch mal schauen, dass wir die Melonen hier immer wieder abfarmen, sozusagen, dass wir die auch irgendwann mal fertig haben. Und heute werden wir endlich mal zur Technik rübergehen und darauf habe ich mich jetzt schon sau lang gefreut. Also, denn jetzt wird es richtig geil. Also jetzt fängt das Modpack eigentlich erst richtig an. Ich meine, davor war es ja mehr oder weniger nur so Vanilla Minecraft. So ganz normal, wisst ihr, und das ist jetzt schon ein bisschen, jetzt kommt Technik und Automatisierung und das wird richtig geil. So ein paar Millionen haben wir sogar. Ja, 11 haben wir, ne 12, ja. Okay. Ja gut, ich baue hier noch ein bisschen was ab hier. Hier hätten wir noch Kürbisse. Okay, wir bauen noch genau. Naja. Oh Mann, dieses ganze Farmen hier. Aber ja, also heute werden wir endlich mal damit anfangen. Ich meine, das zweite Kapitel ist ja eh schon freigeschalten. Und daher sollte das jetzt eigentlich kein Problem mehr darstellen. Ich dachte halt, ja, machen wir. Also ich dachte irgendwie, alles nacheinander wäre doch irgendwie cooler. Und ja. Und deshalb, also ich wollte auch hier die Quests noch nicht claimen. Ich wollte jetzt erstmal die beiden Casts haben, aber Mann, Leute, das ist jetzt auch egal. Ich werde in der Folge jetzt auch die Quests hier fertig claimen
Damit wir das auch hinter uns haben mal. Und party natürlich jetzt rein. Okay, gut. Also hier ist noch eine Kartoffel. Okay, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, starten wir jetzt hier einfach mal die große, die große Uncommon Loot Bag Ausbeute. Und dann go. Hört sich schon fast so an wie in so eine Musik. So eine richtig geile Melodie so. Okay, oh Mist, mein. Oh, mein Inventar. OMG, mein Inventar hat noch nie mal mehr Platz. Mist, also ich sehe gerade, ich habe gerade kein Volumen. Das heißt, eventuell. Aber da, wenn. Also Leute, eventuell könnte es vielleicht sein, dass dieses Video jetzt hier einen Cut hat und ich werde einen zweiten Part von der Folge 11, von der Folge 13, also von dieser Folge jetzt, machen. Und das bedeutet halt, ja, weil mein Volumen ist jetzt gerade voll. Das ist jetzt echt blöd, ey. Ach, Mann. Ja, das ist jetzt richtig blöd. Ansonsten werde ich morgen gleich danach den Rest der Folge machen. Oder ich höre jetzt auf. Ich weiß, also, mein Volumen ist halt jetzt begrenzt, also. Das heißt begrenzt, logischerweise ist es begrenzt. Also ich habe jetzt halt gar keinen Platz mehr bald. Das heißt, dieses Video kann jetzt auch nochmal ganz schön lang machen. Also auch, ich kann jetzt auch nochmal lang aufnehmen. Also das ist jetzt echt blöd. Ich hätte die anderen Videos. Okay, also wir machen Folgendes. Wir schauen jetzt noch uns kurz die Industrial Revolution an. Und dann höre ich jetzt einfach auf. Oh Leute. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, jetzt höre ich auf. Das wird, glaube ich, heute. Wurscht. Industrial Revolution, also after you finish the basics of this modpack, it's time to get more advanced. It's time to get technical. Questline features, extra utilities, NIO, Ex Nihilo and Thermal Foundation Expansion. 92 Quests hat es, OMG. Also ich meine, das hatte jetzt 69, das andere hat also so ungefähr 30 Quests mehr. Und jetzt, ja, das werden wir im Laufe des Modpacks machen, genauso wie das hier. Aber das müssen wir jetzt am Anfang jetzt nicht uns antun. Also, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, Industrial Revolution, wir kommen. Okay. Und ihr seht, OMG. Das ist echt ein fettes Teil. Und mit den ganzen Blöcken und so können wir hier alles automatisieren. Richtig viel Strom herstellen, also das wird richtig geil. Und am Anfang müssen wir halt einen Survivalist-Generator, also den schlechtesten Generator, den es halt einfach nur im Spiel gibt, craften. Und das steht schon, time to get some power from some new machines. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, ja okay, komm, dann öffnen wir mal ganz kurz. Achso, die anderen, die werde ich in einer separaten Folge auch mal öffnen, aber ich werde jetzt einfach mal. Wisst ihr, wegen des Volumen und etc. Also, Survival Generator. So, ich habe Survival falsch geschrieben.
Survival. Okay. Drei Cobblestone. Zwei Iron Ingots. Zwei Redstone. Wollen wir Redstone? Yep. Ein Ofen. Und dann noch ein Pisten. Besonders. Oh Mann, ich hoffe, die Aufnahme stürzt jetzt gleich nicht ab wegen dem Volumen, ey. Oh nee, nicht schon wieder dieses blöde Crafting-Rezept, ey. Das triggert mich total. Okay, die Pumpkins hätten wir jetzt auch bei hier, die hätten wir jetzt da auch schon längst fertig. Na egal. Hier. Das ist jetzt. Oh, hä? Das ist jetzt wieder weg, komisch. Oh, wir brauchen ja. Jetzt brauchen wir Holz. Nee, doch. Wir haben Holz. Also, wie gesagt, dieses Rezept ist total. Also, unlogisch. Ey, das ist so unlogisch, ganz ehrlich. Da bist du ja noch. Vier von dem hier, dann noch einmal Iron und einmal Redstone. Irgendwo haben wir doch hier Redstone. Und Survival Generator, also Leute, wir haben die Energy Pipe, komm, Energy Pipe machen wir. Wir hätten. Kraft man hier. Ah, gut, dann egal, wurscht. Ich hätte doch lieber den Lootbag nehmen sollen, aber es ist jetzt auch zu spät. Leute, also ich hoffe, euch hat die chaotische Folge mal wieder gefallen. Euch gefallen. Also, wie gesagt, war heute echt ein bisschen chaotischer. Ja, komm. Eine Quest machen wir noch, und zwar die Quest mit den Melonen. Ja, also eine etwas chaotischere Folge war es heute mal, aber ich hoffe, das ging für euch auch mal heute in Ordnung. So. Okay, extra für euch noch diesen einen Chance Cube. Komm, machen wir jetzt einfach hier. Und Leute, damit hätten wir es endlich. Also wir haben das zweite Kapitel endlich geschafft. Und somit beende ich einfach die Folge, Leute. Habt noch einen schönen Tag und bis dahin macht's gut und ciao.